Hannes sagt immer so schön, ich merke sowieso, dass wir uns ständig gegenseitig zitieren. Er sagt immer, ein Film wird an den Gegebenheiten und an der Situation, wie sie ist, eh nichts ändern, aber der Film kann genau hingucken. Diese Welt, die ich da draußen sehe, ohne Humor, könnte ich sie nicht ertragen. Also ich könnte sie nicht ertragen und deshalb habe ich in meinen Filmen immer so eine Haltung von, ich nenne es mal positiver Melancholie. Und ich glaube, da trifft sich die Grundstimmung von meinen Filmen mit der Musik von Paul Kalkbrenner, weil wir da zu diesem Leben da draußen, glaube ich, eine ähnliche Haltung haben. Ich war dann in der Arena und da stand auf einmal Paul Kalkbrenner auf der Bühne. Er behauptet immer, ich hätte da irgendwas falsch gesteckt. Das stimmt überhaupt. Paul beginnt sein Set und auf einmal ein mega Störton. Also so der Super-GAU irgendwie. Und so ein lautes, fiepsendes, tausendfach verstärktes Geräusch diese ganze Halle erfüllt. Auf einmal fing Paul auf der Bühne da an, umzukabeln. Der gemeine Raver jubelte. Umzustecken vor 2500 Leuten, die dann teilweise pfiffen, teilweise lachten. Das war eine völlig clowneske, absurde Situation. Und als wir dann noch ein weiteres Jahr über das Drehbuch gesprochen haben, ich da auch viele Dinge von mir habe mit einfließen lassen, wie diese Sachen funktionieren, der Hannes noch auf weiteren 10 Gigs mit mir war und wahrscheinlich die Rolle auch so ein bisschen noch in meine Richtung entwickelt hat, hat er dann irgendwann gesagt, du musst diese Rolle spielen. Und komischerweise hatte ich da von vornherein keine Berührungsängste und wusste, dass ich das schaffe. Nur in der letzten Woche vor Drehbeginn hatte ich so leichte, sogar relativ starke Zweifel, was denn jetzt nun wäre, wenn ich mir jetzt absolut selbst überschätzt hätte und hier so eine 1,5 Millionen Euro Produktion durch reine Selbstüberschätzung ins Sand setze. Und die eigentliche Idee zum Film kam ja eigentlich im Delhi, das wo heute Maria am Ostbahnhof ist. In den 90ern saß ich da öfters am Kamin, am Feuer. Da gab es manchmal schlechtere elektronische Musik, manchmal bessere elektronische Musik. Aber da habe ich schon zum ersten Mal diese DJs kennengelernt, wo ich gemerkt habe, was das eigentlich für ein Job ist, wenn du da von Stadt zu Stadt zu Stadt mit deinem Plattencover ziehst und da auflegst, und habe mir die Geschichten angehört. Und das fand ich eigentlich immer ganz spannend, was die so zu berichten wussten. Und man kann dann auch so symbolisch sagen, dass dann auch in der Zeit, wo wir anfingen, Techno zu hören, dass wir dann im Sommer so auf der Wiese Fußball spielen waren und dann alle anderen irgendwo hingegangen sind und wir sind zu Paul gegangen und haben Marusha gehört. Und aufgenommen. Und aufgenommen. Auf Kassette. Also es war dann so von dem Grüppchen von so 8 Leuten, waren wir so dann die beiden Techno-Verrückten und haben uns dann wohl so füreinander gefunden. Und das war ja 92, war das ja jetzt nichts, was irgendwie so angesagt gewesen wäre, wie das jetzt ist. Also alle dort in der Schule haben eher sowas wie Two Life Crew und so andere Sachen. Oder auch Böse Onkels. Oder Böse Onkels. Also Techno war... Also wir hatten dann unsere ersten Nächte im Techno-Club, so die Bunker oder so. Und da hatten wir noch den Stempel am Montag. Morgen in der Schule diesen Stempel extra halt dran gelassen. Extra dran gelassen, so als so nicht Tattoo waschen. Eigentlich ja. So quasi. Nicht waschen, nur so unauffällig so hinzeigen. Ja. Dass so andere Leute so sehen, oh. Ich habe in München gewohnt zu der Zeit, war 18 Jahre alt und so in der Techno-Szene auch ja, eins dieser Techno-Kinder. Du bist dann ausgegangen und dann gab's die After Hour und dann hast du um 4 Uhr nachmittags dann irgendwo in der Wohnung abgehangen und am besten ohne Sonnenlicht und hast auf den Abend gewartet, um dann wieder weiter auszugehen, um danach wieder in die After Hour zu gehen und so weiter und so fort. Und wenn es ganz gut ging, dann noch in ein Flugzeug steigen und noch irgendwo hinfliegen auf eine After Hour. Also ich höre persönlich sehr gerne Jazzmusik, immer schon. Und was mir wirklich aufgefallen ist jetzt, ist eine ganz interessante Sache, dass der Paul Kalkbrenner so ein paar Tracks, die er hat, denke ich manchmal, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich mir jetzt wegdenke, dass das elektronische Musik ist, dann könnte das jetzt
ein Trompetensolo sein, die Snare setzt ein. Das ist manchmal tatsächlich so aufgebaut wie im Jazz. Also ich höre Techno zufällig. Ich bin, sagen wir, auf irgendeiner Party, dann ist es plötzlich, gibt es da Techno oder so. Das ist jetzt keine Musik, die mich abstößt, überhaupt nicht. Also ich finde es extrem energetisch und musste mich allerdings dran gewöhnen irgendwie. Also so, ich habe da, am Anfang hatte ich da einen Widerwillen dagegen, weil ich hatte das Gefühl, also ich konnte das überhaupt nicht unterscheiden oder so. Also wenn man das nicht richtig oft hört, dann kann man ja die Feinheiten oder so, das kann man ja einfach nicht unterscheiden. Man hört nur diesen also und fühlt sich in irgendeiner Weise manipuliert oder so. Was ja auch der Sinn der Sache ist, dass dein Körper sozusagen, eigentlich ist es nichts anderes als die alten Schamanentänze und die alten, also wo versucht wird, Geist und Körper zu trennen. Tatsächlich in einem Club Villa Maria ein Live-Event so rüberzubringen, dass es einerseits dokumentarisch wirkt, andererseits aber filmisch besteht. Da war ich schreibe immer viel, aber man muss es ja noch visualisieren. Ich achte auch beim Schreiben schon drauf, dass man viele Bilder im Kopf hat, dass man visuell denkt. Aber das Storyboard-Malen zwingt einen noch visueller zu denken. Ein Film lebt nun mal durch Bilder. Da habe ich mit meinem Kameramann Andreas Dub, haben wir uns schon sehr früh hingesetzt und haben das ganze Buch aufgelöst, auch zu gucken, wie fängt der Film an. Der fängt dokumentarisch an, kurzbrennweitig und wird immer dichter, wird immer überhöhter. Wenn man so will, wir haben immer gesagt, vom Dokumentarischen zum Überhöhten. Und das haben wir alles schon in Storyboards festgelegt, die dann Arturo Salvador gemalt hat. Und ich bin immer der Meinung, dass je besser man vorbereitet ist, desto freier ist man nachher beim Drehen. Wo ist mein Rechner? Und jetzt kommt der Peter aus dem Zimmer raus, läuft ins Bild hinein, guckt da auch auf den leeren Tisch, der ja vordergrund nach Bild gesucht im Bild ist, und sagt, den hat die Hexe vorher mitgenommen. Ist doch. Dann könnten wir aus der 136 eine 1 machen. Grandios. Machen wir aus der 136 eine 1. Ja, wir müssen auch dramaturgisch da. Man muss da vorangehen. Und 117 ist da, da spuckt er die Tablette in der Hand. Hau ab, Iklas!
hab gesagt, du sollst abhauen. Ey, dein Ego tritt, der kotzt mich sowas von an. Ich geh da mal. Corinna, bitte. Es ist doch nicht nur die Frage, wie ich zu ihr komme, sondern die Frage ist, wie kommt er denn zu uns? Ja, wir haben kein Problem. Ich hätte ein Problem. Das mit Corinna, das ist eine Zentimeter-Sache. Aber wie kommt er zu uns? Ja, da haben wir die Rollstühle. Ich will so nah wie möglich bei ihm sein, damit er nicht 100 Jahre... Für mich ist ja der Cue, dass ich ja ihre Schwäche begreife und mir das auch leid tut. Ja gut, aber deine Freunde habt ihr auch gerade. Ja, aber ich habe auch gerade gefickt. Das ist tricky, gestern war bei 95%. Von der Farbgebung her und so finde ich das total gut ausgesucht. Finde ich echt geil. Super. Die Boxen sind auch da, auf einmal. Hier, die sind geil. Das ist irgendwie so ein ganz surreales Element nochmal hier. Genau. Wir hatten das große Glück, dass wir ein wunderbares Ausstellungsbüro hier um die Ecke hatten, wo Kostüm und Szenenbild nebeneinander waren. Das heißt, wir haben ein Moodboard an die Wand gemacht, wo unsere Ideen zu den Sets, zu den Locations immer da waren, was jeder einsehen konnte. Das Kostüm, die Wand hat das Gleiche getan, das heißt, wir konnten jederzeit uns austauschen, wer hat wann, in welchem Motiv, welches Kostüm an, was natürlich extrem hilfreich ist. Ja. Foto. Bewusst ausgewählt. Also was wir versucht haben, ist einen farbigen Film zu machen, der aber trotzdem nicht gestylt, aber der ist geschaffen. Da ist nichts zufällig. Wir das Catering bezahlen müssen. Es war aber auch kein Film, wo wir jetzt übermäßig viel Geld hatten. Das gibt es sowieso nicht. Man hat nie zu viel Geld. Berlin Corning war aber auch deswegen ein Film, wo wir, sage ich mal, einigermaßen komfortable Bedingungen hatten, weil es eine neue Förderung in Deutschland gibt, den Deutschen Filmförderfonds, der es ermöglicht, nochmal ein bestimmtes Mehrgeld zu den Herstellungskosten zu bekommen. Achtung, Ruhe bitte. Okay, und Ton? Und Ton? Läuft? 74,166. Knapp. Das ist zu viel, Hannes. Kat, danke. Abgebrochen. Okay, stopp, wieder. Also wir hatten heute Morgen in Frankfurt Terroralarm und das zieht sich jetzt durch die Republik, auch Berlin ist betroffen. Wir sind dadurch leider nicht mehr im Zeitplan. Wir müssen mal gucken, ob die Al-Qaida uns dann halt ein bisschen Geld zurückgibt. In the night time. Oh. Lass doch mal was fürs Lego. When the world is at its rest. As long as we are flying, all this world ain't got no ends.
große Herausforderung bei Link Calling war, bestand natürlich in den Musikszenen, weil die Musikszenen alle dokumentarisch gedreht waren. Und im Schneiderraum ist uns sehr bald klar geworden, dass wir eine Entwicklung in den Musikszenen brauchen, dass wir nicht jede Musikszene dokumentarisch schneiden können. Das heißt, der Anfang ist dokumentarisch geschnitten und im Verlauf des Films kommt allmählich Überhöhung rein. Lustigerweise sind wir sehr dokumentarisch in der ersten Szene in der Bar 25, wo die Drehbedingungen eigentlich nicht dokumentarisch waren. Also da gab es Komparsen, die getanzt haben, das war aufgebaut, das war alles bestellt. Trotzdem ist die Kamera sehr dokumentarisch und der Schnitt ist auch dokumentarisch. Das ist genauso geschnitten, wie ich einen Dokumentarfilm schneiden würde. Am Anfang, weil die Titel ja schon vorher fertig waren, sozusagen ausgewählt wurden für die bestimmten Szenen und um dann später noch genau editiert zu werden für die entsprechenden geschnittenen Szenen, dachte ich immer, dass es auf jeden Fall so ist, dass ich nicht wirklich Filmmusik mache, weil die Dinge eben schon fertig sind. Die sind entstanden in einem ganz normalen musikalischen Prozess, so wie ich das immer mache. Dass es also gelogen wäre zu sagen, das ist jetzt, ich habe mir die Szene vorgestellt und dann ist das und das passiert. Jetzt, wo die Szenen aus dem Schnitt kamen und es eben darum ging, die Titel, die ausgewählt wurden, eben für diese Szene lebendig zu machen, selbst wenn die total für unsere Musikstücklängen total untypische Längen haben. Aber eben das da dann so hinzubasteln, dass es eben das Bild mitnimmt und so weiter, da fiel mir einfach einmal auf, dass ich doch so eine Art Filmmusik mache. Weil das, manche Szenen merken es dann doch wirklich, dass da ist was passiert zum Bild. Aus den Wolken muss es fallen, aus der Götterschoß das Glück. Doch der mächtigste von allen Herrschern ist der Augenblick. Das ist ja der Trugschluss über so elektronische Tanzmusik, über Techno. Ist eben nicht mega und schnell und so, sondern eigentlich ist es im Moment absolute Langsamkeit. Ja, ja. Momentsverlängerung. Fängst ja fast an zu weinen. Ja. Das können wir auch in einem Take mal machen, dass man ein bisschen größer wird. Ja. Dann kann man eine große Variante machen. Da hast du dann. Ich glaube, es sollte die am besten nur. Ich sag jetzt. Ey, ist nicht so wild. Halb so wild. Halb so wild. Mir auch schon mal passiert. Ja. Genau. Oder das kann jedem mal passieren. Wo ich das ganz süß finde, wenn du sagst, du mir auch schon mal, was vorhin in der Probe gesagt hast, das finde ich ganz niedlich eigentlich. Dann sagst du es so. Ja, ist mir auch schon mal passiert. Ey, wie das ist jetzt nicht so wild, das ist mir auch schon mal passiert. Ja, das nimmt das so, ja. Weil so eine Wärme. Kann mal passieren, ist jeder, der so ein Profi ist wie du. Aber so hat es eine Wärme. Ja, so hat es eine Wärme, ist gut. So. Und wir brauchen Ruhe, bitte. Und wir drehen. Peter, in den USA schaut das so an. Danke. Du willst strecken, du willst greifen nach den Sternen. Und Pause. Und strecken.
Kannst du Englisch? Ja. Kannst du reiten? Ja. Ach, sehr gut. Oh. Moment, kannst du Englisch? Hat mit dem Geschenk überhaupt nichts zu tun. Oh ja! Ah, ja. Ah, ist das schön! Danke, danke. Bravo! Danke. Das ist ja vorhanden. Haben wir hier wieder wunderbar. Ich würde sagen, Hannes ist ein Poet, oder? Mathilde, komm gleich. Das heißt, ihr könnt hier echt ziemlich verpeilt durch die Gegend eiern. Ne? Ordentlich. Worum ich euch nur bitten würde, ist, weil wir einen Dialog haben in der Szene. Tut erstmal nur so, als wenn ihr sprecht, und wir machen nachher nochmal einen Ton separat, wo ihr wirklich redet. So, hier mal ganz kurz ein Stück weiter, noch weiter zurück. Na klar. Berlin Calling ist ein Film, der auch einen sehr großen naturalistischen oder realistischen Ansatz hat. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen im Grunde eine echte Techno-Party machen, die wir, sage ich mal, an bestimmten Stellschrauben so modifizieren, dass sie sich eignet, auch als Filmset zu funktionieren. Wir haben dann nämlich gesagt, wir veranstalten einfach selber als Filmproduktionsfirma eine Techno-Party. Das war ein Abenteuer, weil das hatte ich persönlich noch nie gemacht. Logischerweise ist ein Techno-Club normalerweise stockduster, also völlig ungeeignet, um da Filme zu drehen. Und wir haben dann ganz gezielt mit bestimmten Lichteffekten das Ganze so aufgehellt, dass es den Menschen, die dort Eintritt bezahlt haben und Gäste der Party waren, gar nicht aufgefallen ist, dass es etwas mehr Licht ist, sodass es sozusagen sich als Filmset eignet, und haben quasi mit der kleinen Kameracrew, mit zwei Kameras in diesem Fall sogar, dort zwischen den ganz normalen Gästen gefilmt.
Thank you.